Das Bergbau hat das Leben von Indigenen und Afro-Gemeinden zerstört. Ohne Wasser kein Leben. Das Wasser ist mehr wert als Kohle. Die Minas-Region liegt im Departement La Guajira in Kolumbien. Dieses Gebiet wird seit jeher von afroamerikanischen und indigenen Wayuu-Gemeinschaften bewohnt. Dieses Bergwerk hat in dem Gebiet ein schädliches Erbe hinterlassen. Zu den Folgen dieser Mine gehören die Enteignung von mehr als 25 Gemeinden, die Verschlechterung der Umwelt und die Austrocknung oder Umleitung von mehr als 20 lokalen Flüssen, darunter der Arroyo Bruno von den mehreren Gemeinden Leben. Im Jahre 2017 entschied das kolumbianische Verfassungsgericht, dass das Unternehmen Carbonos del Cerrejón und staatliche Institutionen die Rechte der lokalen Bevölkerung auf Wasser, Ernährungssouveränität und Gesundheit verletzt haben, indem sie die Umleitung und Zerstörung des natürlichen Flusslaufs des Arroyo Bruno zum alleinigen Schwert des Ausweitung des Kohletagebaus, der in dem Gebiet seit mehr als 3 Jahrzehnten vorherrscht, genehmigt haben. Der Druck, den die multinationalen Unternehmen auf den kolumbianischen Staat ausüben, führt dazu, dass das Recht der Gemeinden auf Wasser und Territorium verletzt wird. Auch in La Guajira sind Organisationen bedroht worden, weil sie ihr Gebiet verteidigen. Kohleabbau zerstört die Lebensgrundlage von Indigenen und Afro-Gemeinden in der Guajira, Kolumbien. Wasser ist mehr wert als Kohle. Free Bruno. Die Menschenrechte der Gemeindenakten. Sie entschädigen. Ausstieg aus dem Kohletagebau. Die Umwelt und das Klima schützen.